Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. In der heutigen Folge sind wir ein bisschen chillig am Zug und ich glaube, ich mache das aus. Das ist mir ein bisschen zu laut. So habe ich das überhaupt erst angemacht. Nur um meine Frau zu trollen. Entspannt. So schön. Okay. Ich setze mich nochmal hin, ne? Willst du noch irgendwas quatschen? Es ist so schön. Ich wünschte, so könnte es ewig sein. Artyom, als du damals in Moskau auf diese Ruinen geklettert bist, mit deinem Funkgerät, hast du dir da überhaupt vorgestellt, wie unser Leben an der Oberfläche sein könnte? Ein Zuhause. Ein Ort, an dem man leben kann. Eine Holzhütte an einem Waldrand. Oder wie wäre es mit einem Bungalow an einer Küste? Obwohl es irgendwie schön ist, einfach irgendwo hinzufahren. Gemeinsam. Durch die verlassenen Bahnhöfe. Die Ruinen, das Ödland. Insbesondere in unserem eigenen Privatabteil. Gehst du schon? Ja. Los, schnapp sie dir, Tiger. Miau. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Was haben wir denn hier? Hier schläft anscheinend der Boss. Nehme ich an. Okay, ich schlafe einen Kameraden. Artyom! Komm rein und setz dich! Stepan will uns etwas vorspielen. Und Artyom, bereit für eine Jam-Session? Auf jeden Fall. Schnapp dir die Gitarre! Lass uns spielen! Nein. Danke, Stepan. Ich weiß nicht. Es passt irgendwie nicht zur Atmosphäre. Katja, aber Nastjas Vater, er ist tot, oder? Weiß Nastja das? Ja, ist er. Ich wollte es vor ihr verbergen und sagte, er sei zum Markt gegangen. Etwa 3 Tage vergingen und ich behielt es für mich. Ich saß da mit einer Nadel in der Hand und konnte nichts sehen. Mir wurde schwarz vor Augen. Dann schlich sie sich zu mir und sagte, du musst weinen, Mama. Dann fühlst du dich besser. Senja hat das immer gesagt. Also weinte und weinte ich. Sie weiß es. Sie weiß alles. Es tut mir leid, Katja. Es tut mir so leid. Tut es dir nicht. Du willst sie doch abschleppen. Erzähl dir mal, wie wir zur Brücke gekommen sind. Früh haben wir noch nordwestlich von hier gelebt. Recht nah zumindest, Luftlinie. Aber wir haben 1 Monat gebraucht. Da draußen ist alles zu Schutt gebombt. Yermak fragte danach. Und ich habe es ihm gesagt. Senja hat immer gesagt, dass da draußen viele Rüstungsfabriken sind. Natürlich nicht nur Rüstungsfabriken, sondern auch zivile Industrie. Und jetzt ist die Strahlung dort so hoch, dass man nicht mal mit Filtern durchkommt. Auch keine Eisenbahnstrecke mehr. Nur 1 Krater nach dem anderen. Wir waren weit weg, aber unser Zähler klickte trotzdem wie verrückt. Eine Route schien intakt zu sein. Dort gab es nichts zu bombardieren. Also fuhren wir dort entlang. Wir dachten, so kämen wir weiter nach Westen, aber... Aber natürlich ließen sie uns mit der Diesellok nicht über die Brücke und sagten, sie sei satanisch. Sie wollten uns aber aufnehmen, wenn wir ihnen die Lok zur Läuterung überließen. Also blieben wir. Und dann konnten wir nicht mehr weg. Dieser Vater Silantius hatte all deine Gehirnwäsche verpasst. Also beteten und verbeugten sie sich ununterbrochen. Sie nahmen unsere Diesellok mit bloßen Händen auseinander und warfen die Stücke in den Fluss. Läuterung. Und obendrein bestraften sie uns noch, weil wir nicht halfen. Senja ging los, um nachzuschauen, was da los war. Und da waren nur Einheimische, weil Silantius, dieser alte Arsch, unsere Leute geschickt hatte, um sie zu prüfen. Er hatte gesagt, wenn sie wirklich akzeptiert werden wollten, müssten sie einen Dämon besiegen. Senja ging los, um sie aufzuhalten. Aber es war zu spät. Er fand nur noch verbrannte Stoffreste. Und dann schickten
schickten sie ihn, um dasselbe zu tun. Er kam nie zurück. Katja, es tut mir leid. Ich wusste ja nicht. Nein, das wusstest du nicht. Was geschehen ist, ist geschehen. Es ist so trostlos hier drin. Stepan, vielleicht kannst du uns was vorspielen. Aber klar! Ist ja irgendwie... keine Ahnung. Hat die Bestie die Typen verbrannt, oder... hat er immer ein Feuerzeug dabei? Irgendwie ergibt das keinen Sinn. Ja, Leute, auf Duke! Artyom! Der Oberst wartet im Führerstand auf dich. Mensch, lass doch die Friedhofslaune. Wir reden hier vom Duke. Erinnert ihr euch noch, wie er von der Bibliothek zurückkam? Ist hier nichts anderes. Naja, damals hat er uns echt reingelegt. Wir hatten den Schnaps bereit, Sam hielt die Rede. Eine gute noch dazu. Danke. Naja, stimmt ja auch. Nicht so schüchtern. Also, Sam beendet seine Rede... und dann fragte Duke, wo ist mein Schnaps? Und deshalb finde ich, wir sollten hier warten. Er ist aus der Bibliothek zurückgekommen. Da ist das hier im Vergleich gar nichts. Wir werden ihn auf dem Rückweg einsammeln. Wenn wir dann noch leben. Ah, komm schon. Und trotzdem finde ich, wir sollten auf Duke anstoßen. Und wenn er noch lebt, ist das ein gutes Omen. Sam, was meinst du? Na los, Leute. Ich trinke später, muss doch kochen. Okay, lasst uns trinken. Ich bin ein bisschen früh dran, sorry. Aber ich nehme gern noch einen. Auf Duke. Oh, heftig. Ja, echt heftig. Echt heftig. Oh, das hat gezeckt. Lasst uns einen Gottesdienst für ihn abhalten, sobald wir zu einer Kirche kommen. Duke war nicht gläubig. Und nach Silantios bin ich mir auch nicht mehr sicher. Tja, Silantios ist definitiv ein hoffnungsloser Fall. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Duke Valhalla mag. Ein Paradies, in dem gefallene Helden bis in alle Ewigkeit Festmähler und Kämpfe genießen. Das passt zu allen, die wir verloren haben. Ja, darauf sollten wir noch einen trinken. Auf unsere Jungs in Valhalla! Valhalla! Wünsche euch noch viel Spaß, Jungs. Ihr solltet zu der Kleinen mal gehen. Die auf der anderen Seite ist. Eines meiner Lieblingslieder. Ah, hi, Artyom. Wie gefällt es dir? Gereicht den höchsten Ansprüchen. Was hältst du von dieser Werkbank? Hm? Alles in Griffweite und trotzdem so viel Platz. Das meiste von dem, was ihr draußen gefunden habt, ist in diese Werkstatt eingeflossen. Also vielen Dank dafür. Das müssen wir auch weiterhin sehen. Offenbar haben wir eine lange Reise vor uns und Nützliches wie Munition und Ausrüstung wächst nicht auf Bäumen. Und je weiter wir uns von Moskau entfernen, desto schwieriger wird es vermutlich, die Sachen zu besorgen. Also denk immer dran, alle Materialien einzusammeln, die du finden kannst. Es gibt so viel zu tun. Ich weiß noch nicht, wo ich an den Anzügen arbeiten werde, aber das wird sich bald zeigen. Es wird höchste Zeit, dass wir unsere Uniformen reparieren. Ein paar unserer Leute sehen bereits ziemlich zerlumpt aus. Dukes Schutzweste trug den Rückenschutz nicht mehr. Und er hat darüber einfach Witze gemacht. Was wollte ich? Naja, von jetzt an werde ich hier arbeiten. Gut, das reicht. Genug angegeben. Ich will nicht weiter deine Zeit beanspruchen. Der Oberst hat dich zu sich beordert. Ich habe Sachen zu erledigen. Ihr macht eure Ausrüstung immer so schnell kaputt. Aber nichts, was ich nicht reparieren muss. Ja, wir sind ja auch draußen und kämpfen gegen die ganzen Viecher. Was möchtest du denn fragen, Nastja?
Onkel Tuggerat, hast du eine Nähmaschine? Nein, habe ich nicht. Aber wie reparierst du denn dann die Anzüge? Nur wie alle anderen. Ich nehme Nadel und Faden und nähe mit kleinen Stichen. Wow, cool. Kannst du mir das beibringen? Na klar, aber später. Ich habe noch zu tun. Lässt du mich dann Sams Gewehrgurt nähen? Naja, na klar doch. Oh, aber nur unter Aufsicht. Sam ist sehr streng, weißt du? Die Kleine, die will ja auch los. Ja, und Onkel Sam ist gar nicht streng. Er ist total nett. Also gut, sieh mal her. Ich zeige es dir einmal. Und jetzt machen wir das. Er ist weg. Und jetzt? Ich dachte schon, was ist denn hier los? Raucherpause, das ist gut. Ah, wir haben die Draisine doch mitgenommen, sehr schön. Ganz schön stark. Ja, ich sehe schon. Das ist die stark. Wahrscheinlich eine richtig gute Idee. Naja, mit Zeitungspapier. Nicht zu stark für uns. Also Leute, ihr seht. Also ihr seid schon die richtigen Typen. Du, Herr Oberst, Duke, dieser Typ hat an der Brücke Großes geleistet. Er war ein großartiger Kerl. Möge er in Frieden ruhen. Ja. Ja, was wollte ich gerade sagen? Danke. Ihr habt mich akzeptiert und ich bin ein einfacher Mann. Ich werde die Schuld begleichen. Wie gefällt's dir hier so nach den Tunneln? Freiheit, hä? Klar, so viel Platz kommt mir auch leer vor. Nur Gräser und Ruinen und diese verdammten Mutanten. Ich hasse sie. Ich ziehe richtig durch. Auch wenn ihr die Regierung letztendlich zu sehen bekommt. Sei jetzt nicht sauer, Bruder, aber sagt mir einfach, wofür zum Teufel braucht ihr sie überhaupt? Klar, es könnte interessant sein, sie mal zu sehen. Aber während meiner Wanderung habe ich nur zwei Sorten Ex-Regierungsbeamte getroffen. Tote und Bandenanführer. Und lass dir gesagt sein, letztere sind viel schlimmer als der Durchschnittsbandit. Sie labern immer dumm herum, bevor sie etwas Schlimmes machen. Was ich damit meine ist, selbst vor dem Krieg war mir die Regierung ziemlich egal. Und jetzt, nachdem alles den Bach runtergegangen ist, noch viel mehr. Also, wofür, hä? Ich bin ein einfacher Mann und hab dir gesagt, dass ich zu dir stehe. Also müssen wir lange miteinander auskommen. Aber ich würde lieber eine hübsche Heimat finden, anstatt die Regierung zu suchen. Klar, sie könnten uns Luxusbunker oder so bieten. Ich finde das immer gemein, dass sie mich nicht reden lassen. Wärm dich etwas auf, ich rauche noch eine. Muss ein wenig nachdenken. Oder bleib einfach, haben ja jetzt genug Platz. Alter, guckt euch mal an, wie detailliert diese Hand ist. Alter, wie krass. Die ist richtig verrußt und dreckig und oh, ist das geil gemacht. Ja, das kannst du behalten. Da musst du vorsichtig sein. Siehst du? Na gut, lass uns mal zum Kommandant gehen. Die kleinen Mini-Geplänkel, die können wir auch rauslassen. Da war noch eins. Leute, ich habe mir da ein paar Gedanken gemacht. Jetzt, was erwartet ihr so von dieser Reise? Duke hat immer gesagt, dass er seine Flügel zu Hause nicht ausbreiten konnte. Dass er zu begierig darauf war, dieses Mädchen mit Heldentaten für sich zu gewinnen. Er dachte, draußen hätte er mehr Platz dafür. Und warum bist du dabei? Na ja, mein Herz sehnt sich nach einer Romanze. Aber in der Metro wollten alle Frauen eine feste Beziehung, einen verlässlichen Ehemann, einen echten Versorger. Lass das suffisante Grinsen. Ist ja nicht zu ertragen. Hier hatte ich bislang auch noch kein Glück. Seit Katja an Bord ist, turtelt Stepan wie ein stolzer Pfau mit ihr. Sei froh. Katja ist ein hartes Mädchen. Du ständest ihm nur unter ihrem Pantoffel. Sehr unwahrscheinlich. Es ist nicht meine Art, mit einem Freund um eine Frau zu buhlen. Insbesondere, wenn dieser Freund mir droht, den Arm zu brechen.
Ah ja, eine einzige Frau. Gut, meine Frau zähle ich jetzt mal nicht mit. Ach, ich werde schon früh genug Glück haben. Hier ist eine Dusche. In Jammertau haben sich bestimmt Frauen aus dem ganzen Land versammelt. Und warten nur auf mich. Natürlich, alle warten sie nur auf dich, Aljoscha. Was ist mit dir, Damir? Weshalb bist du hier? Naja, anfangs wollte ich bei euch und dem Oberst einfach nur mitmachen. Aber dann dachte ich, das ist meine Chance, mir meinen Traum zu erfüllen. Eine Chance, Kasachstan und meine Leute wiederzusehen. Aber zuerst müssen wir zurück nach Moskau. Denn das ist nicht fair. Die Leute sollen wissen, dass sie schon genug auf sich genommen haben. Sie sind frei. Sie können jetzt draußen leben. Was meinst du dazu, Idiot? Da gebe ich dir recht, Amir. Trotzdem ist die Freiheit nicht so einfach. Es gab mal diesen Freiheitskämpfer, Che Guevara. Ist nicht mal 40 geworden. Genosse Mao hingegen, dessen Bücher du durchgesehen hast, war ein strenger Herrscher, lebte aber lange. Naja, das hätten wir von dir erwarten sollen. Ist schon seltsam, dass du Idiot genannt wirst. Klar, eigentlich solltest du Idiot genannt werden. Weil er Tschechow so mag. Tschechow auch. Aber hauptsächlich Dostojewski, Sam, mein Freund. Klar. Ich hab das Buch auch gelesen. Ich verwechsle die beiden nur ständig. Tschechow hat mal über die Sonne von Austerlitz geschrieben. Über einen verwundeten Offizier. Gewaltige Bildsprache. Ich krieg mich nicht mehr ein. Was ist mit dir, Onkel Sam? Weißt du Träume? Weißt du, ich will einfach mal wieder surfen. Am Strand einen Joint rauchen. Eine fette Welle reiten. Ganz tief drin in diesem alten Metro-Bewohner steckt immer noch ein entspannter Kalifornier. Na, das ist gut. Tja, bevor Dad mich dazu überredet hatte, zum Chor zu gehen, trug ich die Haare noch lang. Er sagte mir, die würden einen ordentlichen Bürger aus der Enttäuschung machen, die ich war, und mich nach dem Abschluss zum College schicken. Das ist lange. Ich ging zum Chor und sie schickten mich in den Nahen Osten. Wow, und du hoffst, deine Leute würden dich abholen? Ich kann sie hier nicht sehen. Ja, ich halte nicht allzu viel von meinen Leuten. Sobald der Einsatz vorbei ist, reiche ich meine Entlassung ein. Dann fahre ich ans Meer und finde vielleicht ein Schiff. Tja, stell dir das nur vor. Du kommst zu diesem Schiff und sie rufen. Ah, die Russen kommen! Du bist jetzt einer von uns. Du musst nicht wirklich irgendwo hingehen. Zumindest solltest du deine Ushanka nicht anziehen. Die versenken dich auf den ersten Blick. Keine Sorge, ich werde allerdings meine Balalaika mitnehmen. Balalaika. Wer hat irgendwelche Erwartungen, was unseren Empfang am Jammertau betrifft? Naja, deine Erwartungen, Aljoscha, sind ja offensichtlich. Spärlich bekleidete Offiziersanwärterinnen, die den roten Teppich ausrollen. Ich glaube, die hören nie auf zu reden. Wir gehen mal weiter. Die reden hier immer noch. Kann ich ein bisschen schaufeln? Oh. Ich verheiz ein bisschen unsere Kohlen. Das mache ich immer, wenn ich YouTube mache. Ja, theoretisch müssen wir doch irgendwann mal neue Kohlen organisieren. Das muss doch auch mal eine Mission werden, oder? Das muss ja hier richtig schnell gehen. Ich bin hier zack, zack zur nächsten Mission. Also. Boah. Die quatschen immer noch da hinten, ich höre sie immer noch. Ja, die werden es wohl abwarten müssen. Da hast du recht. Hör zu! Ich habe mit der Arche gesprochen. Und zwar dank Tokarev. Er hat den Decoder ans Laufen gebracht. Arche, bitte kommen! Bitte kommen, Arche! Ende! Arche hier! Identifizieren Sie sich! Ende! Hier spricht Oberst Svatoslav Malnikov.
Kommandant einer Sondereinsatztruppe. Wir haben Ihr Signal empfangen und sind unterwegs zu Ihnen. Haben Sie verstanden? Ende. Ja, ja. Ich höre Sie laut und deutlich. Mit wem spreche ich? Wie kann ich Sie ansprechen? Stellvertretender Leiter der Kommunikationsabteilung, Major Ivanov. Einen Moment. Oh ja, Herr Major. Natürlich müssen Sie eine Überprüfung durchführen. Also gut, Oberst Melnikov. Einfach großartig. Ich entschuldige mich für den Mangel an Vertrauen, aber wie Sie wissen, ist die Situation ernst und der Feind kann jederzeit zuschlagen. Das verstehe ich, Herr Major. Und ich hoffe, Sie können der Führung mitteilen, dass meine Leute sehr pflichtbewusst sind und Ihnen bei unserer Ankunft voll und ganz zu Diensten stehen werden. Ende. Vielen Dank für die guten Nachrichten. Wie viel Mann umfasst Ihre Streitkraft, Oberst? Ich habe einen Trupp der besten Agenten, die unsere Spezialeinheiten zu bieten haben. Ein Trupp? Ah, ich verstehe. Nun, das ist gut. Sehr gut. Ach du Scheiße. Ja, wir sind keine große Streitkraft. Oh. Aber wir überbringen eine extrem wichtige Nachricht. Wir kommen auf Sektor K6 Alpha zu Ihnen. Haben Sie Informationen über Feinde, auf die wir unterwegs treffen könnten? Ende. Einen Moment, bitte, ich schau mal nach. K6 Alpha, sagen Sie. Soweit ich das sehen kann, sind keine Feindbegegnungen aus dieser Gegend gemeldet, Oberst. Ich muss unser Gespräch jetzt leider beenden, aber seien Sie versichert, dass wir Ihre Ankunft erwarten. Ich werde sofort Bericht erstatten und der Verteidigungsminister wird Sie sicher gern empfangen. Das ist eine große Ehre. Vielen Dank. Ein paar Worte aber noch. Wie ist die allgemeine Lage bei Ihnen, Herr Major? Bitte? Herr Oberst, Sie werden verstehen, dass diese Information geheim ist, aber ich verstehe auch, dass Sie... Uns geht es gut, keine Sorge. Nun, wir sehen uns in der Arche. Ende und aus. Ich diene dem Volk. Ende und aus. Ist doch eine fette Falle. Verstehst du jetzt, du ungläubiger Thomas? Meine Hände zittern vor Aufregung. Du bist ein Idiot. Der Minister höchstpersönlich. Das ist unglaublich. Idiot. Übrigens, Archer, du solltest dir mal die Karte ansehen. Idiot. Was hast du gemacht? Du hast den... Wir fahren irgendwo hin, wo wir erwartet werden und die wissen, dass wir ein kleiner Trupp sind. Bist du irgendwie ein bisschen... Wie du siehst, fahren wir fast geradewegs auf den Yamantau-Komplex zu. Katja und Crest haben gesagt, dass die Strecke dort in einem brauchbaren Zustand ist. Wirklich überraschend, wenn man die Menge der wichtigen Ziele dort berücksichtigt. Also können wir hoffen, von jetzt an gut voranzukommen. Direkt bis zum Ziel. Es ist gar nicht mal so weit, aber unser Tempo hängt vom Zustand der Schienen ab. Ich denke, es könnte also etwas dauern, bis wir dort ankommen. Also, Yelnak, wo waren wir stehen geblieben? Sie haben gesagt, es geht nur um Ergebnisse. Ach ja. Diese Weichei-Einstellung muss aufhören. Der Zweck heiligt die Mittel. Da widerspreche ich nicht. Aber nicht alle Mittel sind heilig. Genau. Und deshalb habe ich schon seit Ewigkeiten auf diese Chance gewartet. Und jetzt scheint alles zu passen. Es ist die Regierung. Verstehst du nicht? Aber natürlich. Du scheinst... die Wichtigkeit nicht ganz zu begreifen. Das überrascht mich. Vor allem nach den aktuellen Neuigkeiten. Du bist ein Idiot. Ja, nun sagen wir, es gibt eine Regierung. Jo, was? Ach Mann, ich wollte es nicht überspringen. Ich wollte nur ranzoomen. Ich wollte euch zeigen, wo ich wohne. Wo ich geboren bin. Wo ich wohne. Wir nähern uns dem Yamantau-Bunker, dem letzten Ziel unserer langen Reise. Der direkte Funkkontakt mit dem Bunker hat Millers Unmut über das Zerstören unseres bisherigen Lebens vollends zerstreut. Er wartet jetzt begierig auf das Treffen mit dem Verteidigungsminister, das ihm versprochen wurde. Vermutlich ist einem Karriereoffizier so etwas wichtig.
Die Leute sind jedoch weniger interessiert. Sie stellen wichtige Fragen. Wo sind die Besatzungstruppen? Warum treffen wir nur auf Wildnis und wild gewordene Menschen? Was hält die Regierung davon ab, das Land wieder aufzubauen? Was wurde in den letzten 20 Jahren bereits unternommen? Miller glaubt, dass wir auf alles Antworten bekommen werden. Er wird begnadigt, Anna und ich auch. Und dann kehren wir alle nach Hause zurück. In die Metro. Naja, ich habe auf jeden Fall höchstwahrscheinlich, nehme ich an, in der Bearbeitung mal an Kasachstan rangezoomt und an meinen Geburtsort, sodass ihr es sehen könnt. So, wir sind jetzt 2718 Kilometer gefahren, sind bei Nobek Gobirk. Irgendwie so ähnlich. Nehme ich jedenfalls an, dass wir da jetzt sind. Ja, gut. Aber wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder und dann geht's auch wieder los. Haut rein, euer Zero. Tschüss.